Hallo, Ladies und Gentlemen, und herzlich willkommen hier zu einer neuen fantastischen Show. Wer weiß denn sowas? Hier in meinem absoluten, phänomenalen, fantastischen, chaotischen Chaos, wo das letzte Mal und das vorletzte Mal und das vorvorletzte Mal die Technik ausgestiegen ist. Es bleibt zu hoffen, dass wir heute eine hoffentlich annähernde Show irgendwie zustande bekommen. Ich wünsche euch damit hoffentlich viel Spaß. Wir gehen zu Ellen und wir wählen den James, machen das kurz und schmerzlos. Viel Spaß damit. Ratet sehr, sehr gerne mit und lasst mich, wenn ihr mögt, gerne wissen, was ihr Neues gelernt habt. Also, und jetzt geht's los mit Wer weiß denn sowas? Wer weiß, ob die Technik heute stabil bleibt? Heute bei Wer weiß denn sowas? Bernhard Hoeker und Elton. Und jetzt geht's los. Herzlich willkommen zu Wer weiß denn sowas? Und eine Frage an Sie. Wussten Sie, dass ein neugeborenes Panda, ein kleines Panda, dass das kleiner ist als eine Maus? Nein, also als Maus. Ich freue mich auf unsere beiden Teams. Wir schauen auch heute wieder zum Anfang auf die Publikumsverteilung, denn auch heute durfte sich das Publikum ja wieder frei entscheiden, auf welcher Seite Sie Platz nehmen, was Sie glauben, welches Team heute gewinnt. Das Team Bernhard haben hinter sich gebracht. Und das Team Elton. Knapp, ganz knapp, also ziemlich gleich verteilt. Und 12 Kategorien, 12 Fragen für jede richtige Antwort. 500 Euro plus 2 Publikumsjoker, einen für jedes Team. Und es geht los. Jetzt geht's los. Hier ist die Wand. Hier sind die 12 Kategorien für die heutige Sendung. Das Fragezeichen, das Wetter, auf dem Globus. Zahlen bitte. Was? Total genial. Hund, Katze, Maus. Oh. Im Grünen. Unser Körper. Essen und Trinken. Was bin ich? Medizin. Und tierisch, tierisch. Das Team, das mehr Menschen, mehr Zuschauer hinter sich hat, darf die erste Kategorie wählen. Was soll eure erste Kategorie sein? Wir haben unfassbar spannende Kategorien auf dem Globus. Ist vielleicht so eine Erdkundefrage, vielleicht verbirgt sich dahinter auch etwas anderes. Zahlen bitte. Ist vielleicht irgendwas mit Schätzen, das ist also irgendeine Schätzfrage, was auch unfassbar schwierig ist. Medizin reizt mich ja jetzt. Medizin ist das erste Mal, dass wir das als Kategorie hier irgendwie mit dabei haben, ne? Ja, nein. Doch. Was wurde früher empfohlen, um sich vor Malaria zu schützen? A. Tonic Water trinken, B. Rote Beete essen oder C. Zuckerrohr kauen? Ach du Scheiße. Ja, wer wollte Medizin haben? Oh, und wer hat jetzt... keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Tonic Water trinken. Also, früher... Welches früher? Ne? Das ist ja auch wieder. Mir fehlt da jetzt so eine zeitliche Einordnung. Ich könnte mir vorstellen, also es sind ja alles drei Sachen, die über Lebensmittel funktionieren, dass dann vielleicht gesagt wird, dass du irgendwie was ausdünstest. Was wäre denn mit Rote Beete? Rote Beete vielleicht? Ist doch Blödsinn. Ja, es ist alles irgendwie. Also C schließe ich. Oh, weißt du was? Wir werden das Publikum fragen. Da gibt es doch bestimmt irgendjemanden da drin, der schon mal eine Doku darüber gesehen hat. Über Malaria, Zuckerrohr, Rote Beete oder Tonic Water. Oder Medizin aus der Frühzeit. Gut, wir fragen das Publikum. Oder frühere wir Zeit. Wir fragen das Publikum. Wer glaubt es zu wissen? Keine Stehen Ahnung. Sie ruhig auf. Ich habe wirklich überhaupt keine Ahnung. So, wen nehmen wir? Ja, wen nehmen wir? Wir nehmen. Ja, nehmen wir dich. Du glaubst, die richtige Antwort zu wissen? Ja, ich glaube schon. Mein Gefühl sagt Antwort A. Gefühl? Darüber habe ich eine Doku gesehen. Tonic Water mit Gin oder was? A ist eingeloggt. Und eine Gurke. Wir lösen es auf, es führt kein Weg dran vorbei. Wir lösen es auf. Chininpulver wird aus der Rinde des China-Rindenbaums gewonnen. Seit dem 17. Jahrhundert wurde es in malaria-gefährdeten Gebieten in kohlensäurehaltigem Wasser gelöst und als Tonic Water zur Malaria-Prophylaxe verwendet. Was? Chinin verhindert die Bildung eines, für die Malaria-Erreger wichtigen, Enzyms im Blut. Aha.
Heute sorgen wirksamere Medikamente für die Prophylaxe und akute Behandlung von Malaria. Die ersten 500 Euro auf eurem Konto, es hat gut angefangen. Hätte ich überhaupt nicht gewusst, habe ich auch nie gehört. Welche Kategorie soll es denn zur Eröffnung sein? Essen und Trinken klingt doch interessant. Wenn wir Essen und Trinken nehmen, ist da drüben die Stimmung im Keller. Essen und Trinken. Bitteschön. Womit werden Cranberries in Nordamerika traditionell geerntet? Sand und Eimer, Wind und Kescher oder Wasser und Rührbesen? Vielleicht Wind und Kescher? Hm. C eventuell, oder? Wäre im Moment mein Favorit. Wie stehst denn du zu A? Wir schließen jetzt erstmal das A aus. Wäre für dich B eine Möglichkeit? B schließen wir aus. Wir nehmen C. Ihr sagt C. Wir schauen, ob das auch wirklich, wirklich, wirklich stimmt. Haben unfassbar viel Vitamin C. Ja? Cranberries sind überwiegend in Nordamerika verbreitet und wachsen an Büschen. Für die Ernte im Herbst werden die Felder geflutet, bis das Wasser knapp einen halben Meter hoch steht. Mit einem sogenannten Rührbesen als Erntegerät wird das Feld durchpflügt. Durch den entstehenden Wasserstrudel lösen sich die Beeren von den Zweigen. Die Luftkammern in der Frucht bewirken, dass die Beeren an der Wasseroberfläche schwimmen und so einfach durch Absaugen geerntet werden können. Quellen die da nicht auf? Nehmen die da nicht ganz viel Wasser auf? Aber die darfst du sowieso nicht roh essen, sondern eher getrocknet, ne? 500 Euro haben wir eurem Konto gut geschrieben. Nächste Kategorie, bitte. Das hätte ich nicht gewusst. Also, wir haben das Fragezeichen. Das Wetter ist, glaube ich, auch was sehr Schwieriges, weil da kannst du ja zum Beispiel irgendwelche bestimmten Wolkenkonstellationen abfragen oder auch was in die Physik geht mit Höhen und wann fängt das an zu hageln, welche Bedingungen. Ist, glaube ich, eine schwierige Kategorie, sollten wir uns bis zum Schluss aufheben. Auf dem Globus, ja, Zahlen bitte, finde ich, hört sich spannend an. Oh, lass uns doch nochmal, Signalstörung haben. Also ich weiß tatsächlich leider nicht, was das heute ist. Es tut mir leid. Wir werden es gelegentlich immer wieder haben und jetzt sehen wir einfach mal unseren Körper. Ich finde unser Körper aber nicht so verkehrt. Wenn einem die Uvula flattert, dann hat man zu lange in die Sonne geguckt. Ist man wahrscheinlich Niederländer oder hat man Schluck auf? Die Uvula. Uvula. Das, also soll irgendwas in unserem Körper sein, was flattern kann. Wenn die Uvula. Uvula. Ich überlege gerade, ob ich das irgendwo schon beim Körper gehört habe. Also, Schluck auf. Schluck auf hat ja eher etwas mit dem Zwerchfell. Also, Schluck auf kannst du unter zwei verschiedenen Bedingungen haben. Entweder, wenn du irgendwie etwas Zuckhaltiges zum Beispiel trinkst oder etwas Kohlensäurehaltiges trinkst. Und dann hat es etwas mit dem Magen zu tun. Oder natürlich mit der Atmung, dann hat es etwas mit dem Zwerchfell zu tun, weshalb du ja die Luft anhalten sollst und möglichst so ein bisschen Druck nach unten ausüben sollst, damit das die Zwerchfellmuskulatur sich so ein bisschen wieder entspannt. Könnt ihr euch jetzt mal entscheiden? Ist man wahrscheinlich Niederländer? Das verstehe ich nicht, was damit gemeint ist. Hat man zu lange in die Sonne geguckt? Vielleicht. Ich weiß es tatsächlich absolut nicht, aber allein von den Antworten würde ich sofort auf A tippen. Okay, ich habe keine Ahnung wieso. Ich weiß nur, bei mir funktioniert der Controller jetzt gerade nicht. Gut, dann nehme ich also das. Ich konnte nicht A nach unten. A ist eingeloggt. Hier ist die Lösung. Eine zu lange Uvula kann beim Partner zu schlaflosen Nächten führen. Denn wenn sie flattert, schnarchen wir. Die Rede ist vom Rachenzäpfchen. Ach, das Zäpfchen. Viel nützlicher ist die Uvula beim Sprechen. Denn dank ihr können wir Laute wie rrr und rrr also Niederländer. Und davon profitieren die Niederländer, wenn sie beim nächsten Auswärtsspiel erzählen können, dass sie aus Gouda und Groningen angereist sind. Es bleibt bei 500 Euro. Okay, also ich konnte nicht nach unten gehen. Weiter geht's. Was hältst du von Was bin ich? Das ist ja totale Lotterie. Schwere Entscheidung.
Das Wetter vielleicht? Klingt am vernünftigsten. Das Wetter, bitte. Wetter. Trifft eine Sturmböe seitlich auf ein Satteldach, fliegen die Ziegel A. der windzugewandten Seite davon, B. ausschließlich auf dem Dachfirst davon oder der windabgewandten Seite davon? Antwort A. Das klingt für mich total schlüssig. Wäre da oben ist er beim Klatschen eingefroren. B würde ich ausschließen. Wir nehmen A. Antwort A. Wir haben es eingeloggt. Kann das wirklich sein? Ich habe keine Ahnung. Welche Dachziegel davonfliegen, hängt davon ab, von welcher Seite der Sturm auf das Satteldach prallt. Auf der windzugewandten Seite sorgt der sogenannte Anpressdruck dafür, dass die Ziegel nicht mitgerissen werden. Die Windkräfte brechen dann am First. Je flacher der Winkel des Daches ist, desto höher ist die dabei entstehende Sogwirkung des Windes. Folglich reißt der Sturm die Ziegel auf der windabgewandten Seite mit sich. Das heißt, kein Geld für euch, es bleibt bei 500 Euro. Sehr schwierige Fragen heute. Und mich irritiert jetzt zunehmend. So, wie machen wir weiter? Meine ausfallende Technik. Ich habe keine Ahnung, was meine Aufnahmekarte für ein Problem hat. Aber ab und zu hatten wir das schon mal. So, pass auf, wir nehmen jetzt mal im Grünen. Nehme ich sehr gerne. Weil wir echt Punkte brauchen. Die Stinkmorsche. Oh. A. stinkt, um sich fortzupflanzen. B. ist im Spätstadium eine Delikatesse in Frankreich. Oder C. kann mit ihrer Knolle einen kleinen Regenbogen erzeugen. Also die Stinkmorchel ist ein Pilz, oder? Morcheln sind Pilze. Stinkt, um sich fortzupflanzen. Ich habe keine Ahnung, wie die Morchel sich fortpflanzt. Aber als Überlegung wäre natürlich, also die Frage ist ja, warum stinkt die? Warum stinkt sie? Ist sie zur Abwehr von Fressfeinden oder wie es unter A steht, zur Fortpflanzung? Weil damit kann ja Geruch auch etwas sein, um Insekten oder irgendwelche Tiere anzulocken. Und die Sporen? Also ist das ein Pilz, der sich, ich glaube, über Sporen vermehrt wahrscheinlich, ne? Und die Sporen mitträgt. Im Spätstadium eine Delikatesse in Frankreich. Ich könnte mir vorstellen, dass das Spätstadium gerade das stinkende Stadium ist und dann vielleicht die Morchel ungenießbar ist. Dass es genau die umgekehrte Antwort ist, dass sie vielleicht eine Delikatesse im Frühstadium ist. Dass das vielleicht auch die Herausforderung ist, weil Delikatesse heißt, das ist etwas Selteneres. Also sprich, die Stinkmorchel zu finden, wenn sie noch nicht, vielleicht heißt das ja genau, dass sie dann noch nicht fortpflanzungsfähig ist, also noch nicht stinkt. Kann mit ihrer Knolle einen Regenbogen erzeugen, vielleicht. Ich bin keine Ahnung. Für Fortpflanzung, Kopfvermehrung. Dann nehmen wir A. Ihr habt A eingeloggt. Hier ist die Antwort, und zwar die richtige. Die gemeine Stinkmorchel ist ein weltweit vorkommender Pilz. Im Frühstadium bildet sich das Hexenei. Anschließend entstehen Stiel und Hut. Die olivgrüne Sporenmasse, die Gleba, ist ein schleimiger Überzug. Sie stinkt nach Aas und macht den Pilz ungenießbar für Menschen. Siehste. Dafür lieben Insekten den Geruch. Fortpflanzung. Sie nehmen die Gleba auf und helfen dem Pilz so bei der Fortpflanzung. Ja! 1000 Euro auf dem Konto. Ja, ich dachte doch. So, wie machen wir denn weiter hier? Ich sage doch, wenn es Dirty entscheiden wird, wir uns für das Fragezeichen. Frag die Dirty. Ja, dann lass uns die doch einfach nehmen. Das Fragezeichen, bitte. Wenn Opa auf das Bückeisen stieg, pflügte er den Acker, B. ging er auf ein Plumpsklo oder C. drehte er eine Runde mit seinem Motorrad. Auf das Bückeisen. Das hört sich auch sehr pornös an. Das halte ich für relativ unwahrscheinlich. Auf das Bückeisen? Was hältst du von B? Ganz blöde Bilder im Kopf. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Wir loggen B ein. Bückeisen? Ihr entscheidet euch für B. Ja, wer weiß. Ne? Könnte alles sein. Klingt spannend. Ist es auch. Wenn Opa erzählt, er wäre in seiner Jugend auf sein Bückeisen gestiegen, dann war er vielleicht Mitglied in einer Motorradgang.
Das Bückeisen war nämlich früher eine Bezeichnung für ein Sportmotorrad, auf dem der Fahrer in gekrümmter, also gebückter Haltung eine Spritztour gemacht hat. Haltung. Okay. Na opa, Leute, wir haben uns Bückeisen. Wie geht's bei euch weiter? Was nehmen wir? Also, Hund, Katze, Maus ist so eine Haustierfrage, oder? Es ist heute sehr tierisch auf jeden Fall. Ich sag lieber noch nichts, aber ich würde auf das hier tendieren. Oder total genial. Total genial finde ich super. Okay, gut. Dann lass uns ein bisschen in die Lifehack-Richtung gehen. Wie lässt sich das Beschlagen von Badezimmerspiegeln verhindern? Oh. A. Vorher mit Rasierschaum abwischen. B. Vorher mit Weichspüler benetzen. Oder C. Vorher mit Deodorant einsprühen. Eine sehr schwierige Frage. Also, Beschlagen. Das ist ja letztendlich die Ablagerung von Wasser. Beziehungsweise, es ist der Wasseranteil, wenn du duschst, in der Luft, der an der kalten Spiegeloberfläche kondensiert. So. Und sich dann Tropfen bilden. Das heißt, wir müssen die Oberfläche des Spiegels verändern. Dann würde ja fast Weichspüler für mich mehr in Betracht kommen, weil dann die Oberflächeneigenschaften verändert sind. Rasierschaum, das verschmiert eher. Deodorant, ich bin fast für Weichspüler. Also B auf jeden Fall ausschließen. Deodorant, das schieße ich aus. Benutze ich auch nie. Was? Okay, Elton stinkt. Schließen wir aus. Aber, komm, wir nehmen jetzt den Weichspüler. Gut, dann nehmen wir B. Wir haben B eingeloggt. Schauen wir mal, ob das richtig ist. Die Spiegeloberfläche ist kühl. Nimmt beim Duschen die warme Feuchtigkeit im Raum plötzlich zu, beschlägt die Oberfläche, weil die Luftfeuchtigkeit kondensiert. Behandelt man den Spiegel im Vorfeld, haftet ein dünner Schutz aus Glycerin auf der Scheibe, der vor der Kondensation schützt. Und Glycerin findet man zum Beispiel im Rasierschaum. Aber da ist das Ding doch voll verschmiert. Das ist doch total behämmert, weil du musst doch eh den Spiegel... Es bleibt bei 1.000 Euro. Das macht keinen Sinn. So, ihr seid dran. Hä? Ist kein Lifehack, das ist... Sollen wir einfach tierisch nehmen? Entscheid du mal. Tierisch. Bitte. Also das hat für mich keinen Sinn. Grauhörnchen wappnen sich gegen Futterdiebe, indem sie A. ihre Vorräte rund um einen Fuchsbau deponieren, B. giftige Beeren vergraben, die Zapfensamen ähneln, oder C. täuschend echte Nussdepots anlegen, die aber alle leer sind. Ich habe keine Ahnung. Sag mal, könnte es A sein? Wenn du A sagst, ich bin dabei. Eventuell B? Hm? Oh, B wäre krass. Ich habe das noch nie gehört. Ich bin für A. Ja, das ist das Einfachste. Ihr habt euch da sehr sympathisch auf A geeinigt. So, hier kommt die richtige Lösung. Grauhörnchen. Das Grauhörnchen hält keinen Winterschlaf. Deswegen muss es für große Futtervorräte sorgen. Im Laufe der kalten Monate nagt es hunderte von Zapfen kahl. Doch die Futterdiebe lauern überall. Forscher der Wilkes University in Philadelphia beobachteten, tatsächlich graben Grauhörnchen Löcher und täuschen vor, dass sie etwas hineinschieben. So ist etwa jedes fünfte ihrer Depots leer. Dies ist der erste Beleg für gezielte Täuschungsmanöver bei Nagetieren. Okay. Weil? Futterdiebe? Bleibt bei 500 Euro. Dann beobachten, oder wie? Ach krass. Ja, die Natur ist grausam. Wir haben noch vier Kategorien. Noch vier Kategorien, alles klar. Was bin ich? Hund, Katze, Maus, zahlen bitte. Komm, wir nehmen jetzt einfach... Nicht unbedingt, aber wir werden es trotzdem mal doch probieren. Doch, ich habe eine Vorstellung und ich bin überrascht oder beziehungsweise gespannt, ob diese Vorstellung sich auch bewahrheitet. Nur ungefähr 2% der Weltbevölkerung A. sind Linkshänder, B. haben grüne Augen oder C. sind Inder. Also, ist das schwierig. Also 2% der Weltbevölkerung. Wie viele Menschen leben auf der Welt? Das alleine in eine Zahl reinzupressen. Also in Berlin leben, ich glaube,
3 Millionen Einwohner und das ist so ein minimaler Punkt. Ich glaube, die Weltbevölkerung sind vielleicht 32 Milliarden. Kommt das hin? Also wenn alleine in Berlin 3 Millionen Menschen leben und Berlin ist nur so ein minimaler Punkt. Also sag jetzt, ich schätze jetzt einfach mal, wir sind vielleicht 32 Milliarden Menschen. Alleine davon, aber was sind 2%? Also 32 Milliarden sind dann 100 und... Könnt ihr euch jetzt mal entscheiden? Oh, haben grüne Augen. Also so richtig grüne Augen sind ja schon relativ selten. Linkshänder sind, glaube ich, mehr als 2%. Und Inder... sind, also ich würde fast sagen, grüne Augen. Nein, ich würde B würde ich aber was denn dann, Inder? Nicht sagen. Also C stimmt schon mal auf gar keinen Fall. Aber Linkshänder auch nicht. Es lächelt mich irgendwie A an. Nee. Also für 2% finde ich, trifft man doch häufig immer mal wieder einen Linkshänder. Sonst würde es auch nicht verschiedene Gegenstände für Linkshänder geben, wenn es nur 2% der Weltbevölkerung betreffe. Das macht ja dann keinen Sinn, weil Angebot und Nachfrage, weißt du, wie ich meine? Wobei, schwierig, ich bin verwirrt. Ich sage jetzt einfach mal grüne Augen. Wir nehmen B. Also richtig grüne Augen, grüne Augen. Okay, wir loggen B ein, meine Damen und Herren. Und egal, welche Antwort jetzt richtig ist, wir bekommen auf jeden Fall spektakuläre Bilder. Jetzt bin ich gespannt. Weit über 7 Milliarden Menschen leben auf unserer Erde. 7? Und ich sage 32? Jeder von ihnen ist einzigartig, doch einige fallen besonders auf. Und zwar die mit grünen Augen. Für die Pigmente in der Iris sind mehrere Gene verantwortlich. Und wer grüne Augen hat, dessen Körper produziert geringere Mengen Melanin. Ah. Meist stammen grünäugige Menschen aus nordischen Ländern wie Finnland, Norwegen oder Island. Diese besondere Augenfarbe haben nur etwa 2% der gesamten Weltbevölkerung. Wow. Schöne Augen. So, 1500 Euro. Ich habe nämlich braun-grüne Augen oder also je nach Lichteinfall. Noch 3 Kategorien haben wir zu spielen. Ich bin für auf dem Globus. Was denkst du? Ich bin dabei. Wir hätten gerne auf dem Globus. Welche Uhrzeit gilt am Südpol? Zulu-Zeit, B, 24 verschiedene Zeiten oder C, keine Uhrzeit? Hat er nicht Zulu-Zeit gesagt? Aber steht doch Omega. C etwas? Keine Uhrzeit ist ja Quatsch. Sag mal, was sagst du zu A? Weil ich habe mich schon mal zu Zulu-Zeit verabredet. Das ist nämlich die Zeit, zu der sich das Militär verabredet. Aber ich stehe doch Omega. Das ist die Zeit, die man standardisiert nimmt, damit die alle zur selben Zeit ankommen und nicht jedes Land eine Stunde später. Ich bin verwirrt. Fällt dir zu B was ein? Zulu? Omega? Fände ich sehr lustig, aber ich weiß noch nicht mal, ob es überhaupt 24 verschiedene Zeitzonen auf der Erde gibt. Wir sagen A. Ihr nehmt A. Ich bin hier gespannt, was in dem Video genannt wird. Im 19. Jahrhundert wurde die Eisenbahn erfunden. Das Problem? Grenzüberschreitende Fahrpläne waren schwierig, da es keine Zeitzonen gab. Diese wurden erst 1844 eingeführt. Dafür entstand am Südpol ein neues Problem. Sich für eine genaue Uhrzeit zu verabreden, ist nach wie vor schwer. Denn alle Zeitzonen laufen dort zusammen. Es gibt also 24 verschiedene Zeiten am Südpol. Es bleibt bei 500 Euro. 2 Kategorien und wir kommen zu eurer letzten Frage. Das heißt, dort ist Zeit, also musst du wahrscheinlich immer ganz genau angeben, wo, nach welcher Zeit sich das richtet. Also, wir liegen ja sehr gut vorn. Es sind 2 sehr schöne Kategorien, die offen sind. Lass uns doch Hund, Katze, Maus. Nicht unbedingt, aber wir würden es trotzdem mal probieren. Ja, es hört sich nach so einer Haustierfrage. Vielleicht. Was ist genauso einzigartig wie der Fingerabdruck eines Menschen? A. Der Pfotenabdruck einer Maus.
B, der Zahnabdruck einer Katze oder C, der Nasenabdruck eines Hundes? Ich könnte mir vorstellen, der Nasenabdruck eines Hundes, weil so eine Hundenase hat ja auch so eine Rillen wie auf einem Finger. Pfotenabdruck einer Maus, da wüsste ich jetzt nicht, dass es irgendwelche Erkennungsmuster gibt. Zahnabdruck einer Katze. Also ich bin fast spontan jetzt mal für... Ich würde Thema ausschließen. Für Nasenabdruck eines Hundes. Auch wenn es vielleicht schief läuft und die uns gleich hinten mit der Keule drohen, aber wir nehmen einfach mal C. Alles klar, wir haben C eingeloggt. Wir überprüfen das jetzt, wir lösen das jetzt auf. Um sein Haustier eindeutig zu kennzeichnen, gibt es Möglichkeiten wie Marken oder Mikrochips. Aber auch eine andere Methode kann dabei helfen, seinen Hund zu identifizieren. Nase. Der Nasenabdruck. Süß. Denn betrachtet man eine Hundenase mit der Lupe, sieht man unzählige winzige Unebenheiten und Linien, die ein einzigartiges Muster ergeben. Genauso einmalig wie das eines menschlichen Fingerabdrucks. Ah, ich habe das Richtige studiert. Ich habe das Richtige studiert. Richtig! Wobei sowas da natürlich nicht vorkam. Die letzte Frage vor der großen Masterfrage vorm Finale. Was bin ich? Was wird auch als Hexenzahn bezeichnet? A. Zahn, der bereits bei der Geburt eines Babys entwickelt ist. B. Charakteristische Erhebung auf dem Nasenrücken. Oder C. Gartengerät zur Unkrautentfernung. Ich könnte mir A vorstellen. Wäre für dich B eine Möglichkeit? Wobei das krass wäre. Also glaube ich auch nicht, dass diese Hexennase, Hexenbuckel. Antwort A. Den schon Zahn hat? A am wahrscheinlichsten, oder? Wir nehmen A. Überleg mal, das ist ihr Baby, hey, da ist ein Zahn raus. Wir werden es sofort überprüfen. Der Hexenzahn ist eine altertümliche Bezeichnung aus dem Volksmund. Mediziner sprechen eher von einem angeborenen Zahn. Etwa einer von 10.000 Neugeborenen weist diese vorgeburtliche Entwicklung auf. Dabei handelt es sich um einen oder zwei verfrüht durchgebrochene Milchzähne, meist die unteren mittleren Schneidezähne. Ein Hexenzahn fällt jedoch meist recht schnell aus, da er keine Wurzeln hat. Betroffene Kinder haben somit bis zu ihrem bleibenden Gebiss eine Zahnlücke. Okay, krass. 1.000 Euro auf eurem Konto. Wir haben mehr. Also, wir schauen mal ganz kurz auf den Kontostand. Das Team Bernhard, 1.000 Euro auf eurem Konto. Das Team Elton. Das Team Elton, 2.000 Euro auf eurem Konto. Wir kommen jetzt zum großen Finale. Wir nennen euch zuerst die Kategorie, dann müsst ihr setzen. Dann kommt die Frage, ihr habt 20 Sekunden Zeit zu antworten. Und dann lösen wir es auf. Seid ihr bereit fürs große Finale? Geht so. Die Kategorie. Die Kategorie, aus der heute die Masterfrage kommt, ist Kontinente. So, jetzt bitte ich euch um euren Einsatz. Gut, beide Teams haben gesetzt. Hier ist die Masterfrage. Welcher Kontinent ragt durchschnittlich am höchsten über den Meeresspiegel? A. Asien, B. Südamerika oder C. die Antarktis? Oh, ich habe keine Ahnung. 20 Sekunden ab jetzt. Südamerika? Vielleicht. Also, ich habe nur einen Euro gesetzt, weil ich ja schon befürchtet habe, dass da wieder sowas kommt. Am höchsten über den Meeresspiegel. Ja, warum würde ich Südamerika nehmen? Einfach, weil ich bei Asien immer das Gefühl habe, dass es da mehr Überschwemmung gibt? War das nicht auch so? Wir gucken, was ihr gesetzt habt. Das Team Bernhard hat gesetzt. Das Team Elton. So, wir schauen mal, was ihr getippt habt. Das Team Bernhard hat sich entschieden für... Das Team Elton hat sich entschieden für... Antwort B. Schauen wir auf die Auflösung. Aber welcher Kontinent ragt denn nun durchschnittlich? Durchschnittlich war ja die Frage am höchsten so über den Meeresspiegel. Es ist... Asien? 960 Meter hoch. Durchschnittlich über dem Meeresspiegel liegt Asien. Das ist falsch. Was? Wie hoch ist denn die Antarktis? Und 2200 Meter über dem Meeresspiegel ragt
die Antarktis. Und Südamerika ist auch falsch. Die Antarktis ist richtig! Das heißt, wir haben gewonnen. Das bedeutet, dass Team Elton gewinnt. Glückwunsch zum Sieg. Egal, es ist die Antarktis, den 1 Euro geschenkt. Komm, wir sind toll. Ja, gewonnen. Bis zum nächsten Mal. Und da hoffentlich mit ein wenig weniger Tonaussetzern. Genießt die Zeit und seid immer ein wenig dirty dabei. Ciao.